Hallo und herzlich willkommen zum ersten von zwei Tutorials über das Choralpräludium des 17. Jahrhunderts. Wir kennen viele Beispiele von den norddeutschen Meistern, speziell von Buxtehude. Es gibt aber auch gute Vorbilder von Johann Caspar Ferdinand Fischer. Und es gibt auch Beispiele mit Verknüpfungen mit einer Choralmelodie. Darauf konzentrieren wir uns jetzt, damit wir ein Prä- oder Postludium für den Gottesdienst haben. Und da beginne ich mit Verleih uns Frieden gnädiglich. Das wäre schön zum Abschluss des Gottesdienstes. Ich spiele ein Beispiel aus möglichst schlichten Elementen und erkläre hinterher, wie es aufgebaut ist, die einzelnen Elemente, wie man sie üben kann und wie man vielleicht noch Varianten findet. Das muss man sich jetzt natürlich mit farbiger Registrierung vorstellen. Aber zum Lernen geht es auch an so einer kleinen Orgel. Das Stück beginnt auf einem Orgelpunkt. Das gibt es ganz häufig. Und solche Orgelpunktpassagen wollen wir uns einmal genauer anschauen. Auf einer Tonika stehen grundsätzlich Tonika, Subdominante und der verkürzte Dominant-Septakkord. Also in E-Moll hätten wir E-Moll, A-Moll, Dis fis A und E-Moll. Wenn wir das in eine Tonleiter stecken, dann kommt das dabei raus. Wir haben das Cis, wir haben aber auch das C und dann würden wir so weiter spielen. Das ist unser Akkordmaterial und nun geht es darum, wie wir daraus bewegtere Passagen entwickeln. Da würde ich zweistimmige Vorübungen machen. Wenn wir das E haben, dann ist der Quintraum sehr stabil als Führungsstimme. Dann haben wir oben einen Ton mehr, den sechsten Ton und den tiefen Ton haben wir auch. Und das ist die eine Stimme und die andere begleitet in parallelen Terzen oder Sechsten. Ich fange also hier natürlich nicht mit einer Terz, sondern mit einer Sechste an, kann dann runterspringen in den Ziemen oder ich bleibe bei Sechsten und springe jetzt. Denn sonst müsste ich jetzt hier vom C zum Dis oder ich müsste übers Cis gehen. Geht auch, aber das wäre jetzt als Abschluss nicht so schön, deswegen finde ich
also in einer Stimme die andere begleitet. Und dieser Wechsel zwischen Terzen und Sechsten ist am elegantesten, wenn er nach einer schweren Zählzeit vollzogen wird. Schwer heißt jeweils von zwei Achteln die erste. Das wäre dann so. Sehr geeignet sind auch Treppentonleitern oder Terzentonleitern. Es geht ja auch darum, dass wir relativ schnell etwas spielen können, ohne über jeden Ton nachdenken zu müssen. Hier können wir es uns sogar noch leichter machen, indem wir bei den Sechzehnteln nur jede zweite auch in Parallelen spielen. Oder ab und zu. Ab und zu Note gegen Note und sonst eine reduzierte Fassung in der zweiten Stimme. Dann ist es auch noch schön, wenn wir Vorhaltsketten im Repertoire haben. Kennt man alles aus der alten Musik. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir verschiedene Choralmotive auf einen Orgelpunkt legen. Da muss man vielleicht ein bisschen basteln. Ich zeige das mal an zwei Liedern, auch jetzt vielleicht mal Dur, nachdem wir lange Moll hatten. Nehmen wir zunächst Lobt Gott den Herrn der Herrlichkeit. Also das Motiv und schaue, dass ich mit Terzen und Sechsten begleite. Das geht nicht mit jeder Melodie gleich gut. Ich brauche auf den schweren Zählzeiten einen passenden Ton. Ich zeige es noch an, Lobt Gott den Herrn, ihr Heiden all, ebenfalls F-Dur. Beispiel bleiben, auf die Dominante gehen und dort nochmal auf einem Orgelpunkt die Cantus Firmus Motive durchgeführt werden. Nach dieser ganzen Orgelpunktpassage kam eine schwache Kadenz. Schwach ist immer, wenn es nicht über die dominante Grundstellung in die Tonika-Grundstellung geht. Ich hatte vorhin den phrygischen Halbschluss zur Dominante gewählt. Den koloriert bzw. ausgeschmückt. Und das kann ich jetzt mit verschiedenen anderen schwachen Kadenzen auch machen. Nehmen wir mal einen Plagalschluss, Gerüst. Als letztes also einen Plagalschritt und das ein bisschen figuriert. Eine Tenorklausel-Kadenz, bei der ich im Bass diesen Ganztonschritt abwärts habe. Und dann ist das Gerüst, dieses und ein bisschen verziert. Dasselbe kann man jetzt übertragen auf die Diskantklausel-Kadenz. Da hat der Bass den Leitton und dann ist die Klausel so, auch schwächer als mit Grundstellung. Oder ich gehe auf den Orgelpunkt in die Tonika und auch da bin ich nicht so im finalen Modus drin, wie wenn ich noch einen Basston als Grundton habe.
Auf diese schwache Kadenz folgte ein Lückensatz. Da unterbreche ich einen vierstimmigen Satz regelmäßig. Und fülle die Pausen mit Wechselnoten, mit Terzzügen, mit Umspielungen. Da habe ich ein ganzes Tutorial zu schon eingespielt, deswegen wiederhole ich mich hier nicht, sondern gehe gleich weiter zu den Sequenzen. Ich habe vorhin eine Sequenz über den Sekundakkord gespielt. Die findet man auch bei den frühbarocken Meistern. Sonst findet man sehr oft die 7-6-Sequenz. Zum Beispiel ist das ein Gerüst. Immer eine Septime, die vorbereitet ist. Deswegen kommt sie im ersten Akkord natürlich noch nicht vor. Aber hier ist jetzt das C vorbereitet, löst sich auf in einen Sechstakkord. Das könnte man mit Arpeggien versehen. Beispiel so. Oder das Modell auch etwas verschieben, anders anfangen und dann vielleicht so ein bisschen bläserisch. Und so weiter. Das nehmen wir ja immer nur als kleinen Abschnitt, so ein kleines Zwischenspiel. Beliebt bei den frühen barocken Meistern ist auch die 5-6-Sequenz. Auch da sucht man sich dann eine schöne Figuration. Und führt es dann zu einem Ende. Quartfallsequenzen. Nicht Quintfall, sondern Quartfall sind auch typisch für die Zeit. Und so weiter. Auch die figuriert man dann wieder. Das lohnt sich sehr, solche Sequenzen zu üben, weil man die immer wieder anwenden kann. Was man auch immer wieder machen kann, sind Choralabschnitte mit Echo. Vorhin habe ich den vierstimmigen Satz, der zugrunde lag, einstimmig gespielt, also nacheinander die Töne. Und das kann man gut als Echo spielen. Man kann es sich aber auch noch leichter machen. Zweistimmig bleiben, oben Triolen. Und es muss auch nicht schematisch sein, hier so einen vierstimmigen Satz, sondern wenn man nicht real vierstimmig ist, muss man fantasievoll sein und was Schönes draus machen. Noch leichter wäre ganz akkordisch. Und das hübsch registriert wirkt auch schon. Man kann auch mal versuchen, sich noch leichter sowas zu spielen. Ist jetzt nicht die typischste Variante, aber warum nicht mal probieren. Und zum Abschluss bin ich dann in den Sechsvierteltakt gegangen, habe die Melodie in langen Notenwerten gespielt und jeweils 5 Begleittöne gesucht. Das klang vorhin so und so weiter. Kann man sich da kurz überlegen, wie man sowas macht, dann ist das auch gar nicht schwer. Wenn ich in D-Dur in der Quintlage bin, also im Sopran die Quinte meines Dreiklangs habe, dann kann ich mit den Unterstimmen in Gegenbewegung laufen. Auch wenn ich mit Sechstakkord anfange. Wenn ich in Grundstellung anfange, kann ich auch mit der Dominante abwechseln. Wenn ich die Oktave oben habe, das D, dann eignet sich diese Parallelbewegung oder auch Gegenbewegung vom Sechstakkord aus gedacht oder auch von der Grundstellung aus gedacht. Wenn ich die Terz oben habe, kann ich die Terz trotzdem unten noch spielen.
Wenn mich das stört, fange ich ohne Terz an und höre vielleicht auch ohne Terz auf. Vor allem, wenn es dann vielleicht so weitergeht und ich die Terz nicht verdoppelt haben möchte, um nicht Akzentparallelen da zu spielen. Wie immer gibt es in der Infobox zu diesem Film einen Link, unter dem man sich das Skript runterladen kann, um Anhaltspunkte zum Üben zu haben. Und wer das dann alles mal ausprobiert hat, kann noch ein zweites Tutorial anschauen, wo es um eine Fortsetzung geht, weitere Varianten und noch andere Ideen, wie man diese Form ausbauen kann. Ganz viel Spaß und Erfolg mit den Präludien im norddeutschen Stil.